Hey Freunde, ihr könnt euch sicher alle noch an das Video hier vor 3 Tagen erinnern. Dort haben wir ja über den 11. Geburtstag von Minecraft geredet und anschließend dann auch über ein kürzliches, aufgetauchtes und gleichzeitig auch echt mysteriöses, angekündigtes Feature auf der offiziellen Minecraft-Feedback-Seite gesprochen. Für die, die es verpasst haben, warum auch immer, hier mal eine kurze Zusammenfassung. Also auf der offiziellen Minecraft-Feedback-Seite kann die Community, also jeder von uns, ihre Ideen teilen, Leute voten dann für diese Idee und die offiziellen Minecraft-Publisher oder Mitarbeiter wie auch immer, können diese Idee dann entweder ignorieren, weil sie schlecht sind oder sie nicht gut finden, wie auch immer, oder unter Beobachtung setzen, was dann bedeutet, dass sie das Feature aktuell noch testen, es beobachten und überlegen, es einzuführen, oder sie stellen es halt tatsächlich auf angekündigt. Dies bedeutet dann logischerweise, jo, das Feature ist nice, wir werden es bald ankündigen oder haben es schon angekündigt und ins Spiel einfügen im Laufe der Zeit. Dies trifft zum Beispiel aktuell auf die ganzen Biom-Updates zu, also die sind ja auf der offiziellen Feedback-Seite unter, ja, angekündigt zu finden. Also das ist mal als kleines Beispiel nebenbei. Nun aber das wirklich Merkwürdige. Minecraft persönlich oder irgendein Admin auf dieser Seite, müsste ja dann irgendein Minecraft-Publisher gewesen sein, hat diesen Post aus dem letzten Video nun ja nicht gelöscht offiziell, allerdings für nicht autorisierte Personen versteckt. Was das zu bedeuten hat und was nun Sache ist mit dieser Netherite-Werkbank, das war ja das Feature, besprechen wir im heutigen Video. Vorher aber noch schnell Grüße raus an den lieben Knexlöbi. Ich hoffe, das ist richtig ausgesprochen. Und vielen, vielen Dank auf jeden Fall für die netten Worte, mein Lieber. An alle anderen von euch einfach eure Like-Zahl in einem Hashtag verpacken und auch kommentieren, um im Lostopf des nächsten Videos zu gelangen. Letzte Woche Freitag teilte ein französischer User auf der offiziellen Minecraft-Feedback-Seite seine Idee einer Netherite-Werkbank. Diese sollte logischerweise aus Netherite hergestellt werden und die Besonderheit haben, mehr Crafting-Slots als die Werkbank selber zu haben. Was dies dann genau für einen Sinn und Zweck haben sollte, weil dadurch halt das komplette Crafting von Minecraft auf den Kopf gestellt werden würde, war genauso ungewiss wie der Zeitpunkt, wann dieses Feature eigentlich erscheinen sollte. Was man wusste ist, dass es offiziell als angekündigt eingestellt wurde und somit auch offiziell war. Also es war wenige Stunden online, hatte gerade einmal 7 Votes und irgendein Minecraft-Publisher hat es dann unter angekündigt eingestellt. Nun, wenn man aber heute auf diese Seite des Posts gehen möchte, der Link ist unten in der Beschreibung, steht dort folgendes. Du bist nicht dafür autorisiert, diese Seite zuzugreifen oder auf diese Seite zuzugreifen, eher gesagt. Und wenn man sich ohne einen Account auf diese Seite begibt, wird man sofort zur Anmeldung weitergeleitet. Dies bedeutet halt, dass der Post nicht gelöscht wurde. Denn ich habe probeweise selber meinen eigenen Post erstellt, ihn einige Minuten online gelassen und ihn danach gelöscht. Wenn er gelöscht wurde, steht dort nämlich folgendes. Die Seite, die du suchst, existiert nicht. Also praktisch wie auf jeder Webseite, wenn das der Fall ist. Er wurde lediglich versteckt und kann nur vor den Publishern selber gesehen werden. Daher denke ich jetzt mal nicht, dass es mehr oder weniger ein Versehen war, den Post auf angekündigt zu setzen von einem Publisher, dass es irgendwie aus Versehen war. Ich meine, wenn das so wäre, hätte man das Ganze einfach rückgängig machen können und jeder weiß, okay, das war ein Fail von einem Publisher, das Feature ist nicht offiziell, aber man kann trotzdem noch dafür voten, seinen Senf dazugeben etc. Jetzt ist es halt irgendwie noch merkwürdiger als vorher, denn er ist einfach komplett verschwunden, aber irgendwie trotzdem noch da. Ich weiß, es ist kompliziert, aber es ist halt so. Die Frage ist natürlich nur, warum das Ganze verheimlicht wird. Also soll es noch ein 1.16 Feature zur Überraschung werden oder ist das Feature vielleicht einfach null geplant und lange noch nicht fertig? Oder was hat es mit diesem Feature auf sich? Absolutes Mysterium. Schreibt aber dazu gerne mal eure Meinung unten in die Kommentare. Rechnet ihr noch was mit Neuem diesbezüglich oder denkt ihr, das Thema ist durch, was es hier offensichtlich nicht ist? Aber schreibt euren Senf dazu gerne mal unten in die Kommentare. Ich bedanke mich immer fürs Zuschauen, lasst gerne ein Like da, wenn euch das Video gefallen haben sollte. Bis zum nächsten Mal und auf Wiedersehen, Freunde.